All'arte. Basi Mäkelä. Monika Golla. Tuomo. Josef. Nandi. Valeri Peter. Henna Nerk. Frank Fürke. Maire Karuvori. Steffi. Klaus. Und Helena. Thomas. Katrin. Hello, my name is Kalle Turakka Purhonen. Hello, my name is Justina Köke. We are making improvements to the city space. As our project in Finde Tandem. So there are some aesthetic improvements that it should look like a little bit nicer, but there are just also design improvements that people can use this more in nicer way. The installation is ready here. We added some stones. Yeah. Like to make this out of this plant, beautiful sculpture in public space. And they are some very open meanings. But you just give me the stone and then I'll just put it like here. Nobody should be hurt but by our sculptures. The installation is concerning about sound and stones and metal. Water. Water. Don't forget water. No, we shall not forget about the water. Two brand. Yeah. So it's combined to one new one. Mm. Finde. I'm bringing ready-mades like table and chairs, put the materials, the wood away to the bones. They start to be very fragile and don't function anymore. We compare this both material, texture, and woods together. So, and the rest should be a secret if we see it on the end. But the installation name is actually To the Bones. To the Bones. And, Ich mache Luftobjekte. Hier eine Form auf dem Kappe Kipp, unten eine Form auf dem Neckar. I think one of the most beautiful aspects is that we like to collaborate also with the other artists, especially now here with Justina or with Frank. We are actually now four artists working on the performance. Big tendency of improvisation for sure. We try to do something more or less new, things that we didn't have done before, or more or less, not often, so that we all be a little bit uncomfortable and comfortable at the same time. Thank you.
always think about safety. We are also into yes, literature. Books. Yes. Or yes. Yes, that's always sure. Part of any opening, art opening. And we have very nice spot also, because the beautiful city, Horb, has a very ugly wall. Yes. That we are going to act with. I always have problem that this paper is so nice when it's white, and you have to somehow destroy it. So let's say that we will do. I don't know. Is it destroying? I'm now working alone, and my subject is that I'm making a performance lecture about working as an artist and working with artists. The exercise is called Tästä saat ja tästä. In English it could be like, take this and this. 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 Wir arbeiten in dieser Quintett-Konstellation gemeinsam mit Laura aus Oxford und Either Or aus Arizona. In Bezug auf die Gedichte, die zur Thematik rund um auch Christina Rauscher verfasst haben, praktisch auch umzusetzen. Viel. Klitzekleine, glimmernde Schweine. Viele klitzekleine, glimmernde Schweine. Viele, viele klitzekleine, klitzekleine, glimmernde Schweine. Bei der Christina Rauscher, die historische Figur aus Horb, da interessiert uns total, dass die ein Mensch ist, die sich getraut hat, gekämpft hat, argumentiert hat und nicht müde geworden ist und mit dafür verantwortlich war, dass dann die Hexenverfolgung eingestellt wurde in diesen Hohenzollernkreis. Immer wieder schaurige Lieder längst vergangener Zeiten. Längst vergangener Zeiten. Auf Besen wollen wir reiten. Auf Besen wollen wir reiten. Following the crowd, following the Christina Rauscher hat ja ein unheimliches Leid auch erfahren und wir versuchen auch immer performativ dann das ein bisschen zu erspüren und uns praktisch in Orte zu begeben, Untergrund, aber auch irgendwo an einem Ort in der Höhe, wo man praktisch diese Gefühle auch
erleben kann. Oder wenn man sich zum Beispiel in eine untere Ebene reinquetschen muss, was macht das mit einem Körper, diese Enge zu erleben oder auch aus einem Gulli heraus zu performen. Ja, was macht das mit einem? Wie reagiert man darauf? Wir möchten eigentlich, weil es hier in Horb kein Denkmal oder so für Christina Rauscher gibt, eins machen. Und dazu versuchen wir gerade aus allen Haushalten Kerzenstummel zu organisieren und die in eine Büste von dieser Frau zu gießen, live vor Publikum. Thank you.